Hallo und herzlich willkommen zurück zu Open Transport Tycoon Deluxe, jetzt in der JGR Patch Pack Version 0480. Ich habe mal aktualisiert und das wird jetzt hier eine eher kürzere Aufnahme, weil einfach ich muss noch drei Folgen bis zum nächsten Wochenende bringen und dann hätte ich ja wieder Zeit, was Größeres aufzunehmen. Ja, es gab ein paar Kommentare, einmal hier oben zu dieser Situation mit, war das hier, mit den Kisten? Da kam der Hinweis, ich solle mal, 160 Kisten anliefern. Jetzt hat der... Na gut, hat doch 236. Also, soll denn eigentlich passen? Schätze ich mal. Und dann, ich mache jetzt auch über Kompakt. Da könntest du es als Tralf Transmogrified bauen. Dann gibt es den Schlenker nicht. Ja, da ging es nochmal um. Ja, wo war denn das? Ja, um irgendeine. Um irgendeine Kreuzung ging es da, wo wahrscheinlich die, das nicht ganz so schön aussah, wo auch immer das jetzt war. War das hier gewesen? Oder hier? Na gut, ja, können wir jetzt erstmal im Grunde genommen auch so lassen. Wenn vielleicht irgendwann der Verkehr zunimmt, könnte man auch hier so einen Abzweig bauen, dass dann die Züge nicht hier lang fahren und abbiegen, sondern hier über diese Spur fahren. Aber naja, gut. So, der Flughafen, der läuft, glaube ich. Der bringt ordentlich Cash rein. 108 Millionen schon. Boah, übel. So, und wir waren stehen geblieben. Wir wollten irgendwo hier unten was bauen. Hier ging es um das Zeug, sprengstofffreie Fahrzeuge. Das ist natürlich die Frage, wo habe ich jetzt meinen Zettel mit der Aufzeichnung hingelegt? Hier. Okay. Jetzt weiß ich natürlich nicht hundertprozentig, was ich jetzt hier noch bauen wollte, aber ich wollte, glaube ich, die Strecke erstmal hier irgendwie ankellen, glaube ich. Das ist einmal... Achso, man könnte hier oben jetzt nochmal gucken. Ist der Zug da jetzt schon angekommen oder ist der jetzt auf der Rückfahrt? Normal, normal. Aber hier ist so viel drin. Und auch noch an Milch. Achso, das ist ja beim Aufladen. Das ist natürlich jetzt die Frage, ob man das dann irgendwie nochmal anders machen muss. Weil der hat schon 200 und Kisten. Und die teilen sich das komischerweise nicht ein. Naja. So, wir waren hier stehen geblieben. Bei dem hier. Sprengstoffrohre Fahrzeuge. Die Fahrzeuge, die kommen ja von dort. Da ist jetzt natürlich die Frage, wie tüdelt man das an? Na gut, dann müsste man hier den Abzweig hier runterbauen. Wie hatte ich denn das im Vorgespräch mir ausgedacht? In meinen Vorüberlegungen. Am einfachsten wäre es wahrscheinlich, das einfach hier anzuschließen.
Hier oben ran, zack. Und fertig. Aber hier ist auf dem Abschnitt ist aber eh auch schon so relativ viel Verkehr. Aber dann hätte man was zum Ausbauen. Warum leckt denn das Spiel jetzt sehr komisch? So liegt das an dem Update. Machen wir einfach jetzt mal und bauen das dann dort hier. Das ist eine 180er Schiene elektrifiziert. Ich glaube, ich brauche es dann lieber so mit dem kleinen Schlenker. Einfach das hier. Ach, hier ist ja das ganze Klump im Weg hier. Na, super. Ja, was ist denn das hier? Kann man das tunneln? Nahrungsmittelfabrik, ja, das kann man bedenkenlos untertunneln. So, und dann die Gegenstrecke. Ein neuer Dingszug. Vakuumzug. Ja, also wir haben die ganze Insel noch nicht mal ausgebaut. Dann kommt die ja schon mit dem Vakuumzug an. Das kann ja was werden. So, und der tüdelt dann. Nee, so nicht. So wird getüdelt. So hätte man nämlich das schon mal. Dann könnte man jetzt hier schon die Fahrzeuge hin transportieren. Das Problem ist jetzt, dass der gar nicht so wirklich ein Depot hat. Wo die Züge im Notfall reinfahren können. Das heißt, wir müssen so abgerissen. Zack. Ach, hier passt es mit den Signalen natürlich wieder nicht, so wie ich es gern hätte. Wir machen es einfach so hier. Ah, da ist es natürlich wieder blöd an der Stelle. Na gut, da kommt es einfach so. Tja, programmieren wir das dann wieder so um, dass nur die Züge dort langfahren, die ins Depot wollen. Da gab es jetzt auch noch keine so richtige Meinung von euch in den Kommentaren. Daher warte ich da lieber nochmal ab an der Stelle. Was ihr dazu sagt, ob das sinnvoll ist oder sinnlos, keine Ahnung. Schreibt es einfach in die Kommentare rein. So, Fahrzeuge. Fahrzeug oder Fahrzeugteile? Ne, Fahrzeuge. Fahrzeuge, okay. Was haben wir denn da so Schönes? Ach komm, wir haben einen Autoverladewagen, der passt dann so schön. Passt noch einer? Ne, leider nicht. Wobei, ich hatte, glaube ich, bei den Autoverladen, hatte ich doch aber irgendwie auch andere Wagen genommen, andere Züge wegen hier Belastung.
ET26 Dragon. Oder würde ich eigentlich gern dabei bleiben? Wenn das in Ordnung für euch ist. So, der fährt da hin und entlädt hier. So, Fahrzeuge. Gut, dann hätte er das schon mal hier unten. Bei der Station. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir dort jetzt mit dem anderen Zeug weitermachen. Wir brauchen noch Rohre und Sprengstoff. Die Rohre kommen aus der Galvanisierungsfabrik und die brauchen Stahl, Zink und Säure. Unser Ersatzteillager braucht Sprengstoff. Sprengstoff kommt aus dem Ammoniakwerk. Hä, warum habe ich hier eigentlich hier reingeschrieben? Ammoniakwerk, dass wir das schon haben, hä? Ammoniakwerk. Sprengstoff hat einen Haken bei mir. Hä? Warum denn das? Hab ich mich irgendwie verguckt? Ammoniakwerk. Die brauchen Biomasse, Chemikalien und Nitrate. Ach so, Nitrate, Chemikalien und Biomasse. Guck mal, die unten, die stellen gleich alles her. Nitrate. War denn nicht irgendwo so ein Nitratwerk gehabt? Ach hier. Ah ne. Ach hier kommt der. Ach ja, genau. Hier kommt der Sprengstoff. Ja, genau. Produktionssprengstoff. Den könnte man noch Chemikalien liefern. Dann hätten die noch mehr Dings mit drin. Sprengstoff, den können wir von da jetzt nehmen. Ist allerdings... Ach nee, doch nee, das passt. Nee, genau, dann kann einer einladen. Die fahren dann eh bloß hin her zurück. Oder wie viele Züge sind hier aktuell? Oh, das ist einiges. Da müsste man, glaube ich, dann eine Erweiterung eventuell erwägen, wenn dann da einer mit Sprengstoff ankommt. Also als Zug natürlich. So, haben wir da mal ein Depot. Hier. Sprengstoff, was haben die denn da für schöne Wagen? Haben die irgendwas Spezielles? Gedeckter Schüttgutwagen. Gut, springen. Ah, das muss schon ein bisschen gescheiter Container sein hier. So, der fährt hier hin. Und entlädt dann dort seinen Sprengstoff. Ich glaube, einen Sprengstoffzug muss es schon irgendwo geben. Nee, doch nicht. Okay, ich dachte, wir hätten das schon mal gehabt. Irgendwo. So, feuerfrei. Na gut, bei Sprengstoff ist, glaube ich, feuerfrei der falsche Ausdruck. So, jetzt ist die Frage... Chemikalien. Könnte man dem noch irgendwie Chemikalien andrehen? Da braucht man eine Ölraffinerie, eine Bioraffinerie oder einen Flüssigguthafen. Wer hat unten einer? Da liegt ziemlich blöd. Der liegt auch ziemlich blöd. Der liegt auch ziemlich blöd. Bioraffinerie, die ist so lila. Quatsch.
brauchen die? Biomasse, Getreide und Bohnen. Das ist auch schon relativ komplex. Ja, es gibt nur die Sachen. Nee, oder? Hier geht noch so ein Fall mit nach oben. Achso, es muss so sein. Achso, die Ölraffinerie gäbe es noch. Die braucht bestimmt Öl, nehme ich an, hm? Oh, da steht hier gleich einer. Benötigt Öl. Das brauchen wir für eine Ölbohrinsel oder Ölquellen.